to ride the high, ride the flow, to ride the high, ride the flow, to ride the high. So mag ich das. Der Hase geht angeln am Forellensee in Iserlohn und ich muss hier erstmal die Bergziege durch die Wälder scheuchen. Ich nehme euch mit und wünsche viel Spaß. Kurz mal die Stille genießen und den Vögeln zuhören. In diesem Sinne, schöne Grüße aus Iserlohn. Die krassen Dinger springe ich doch nicht. Nicht weit von dem Forellenhof gibt es sogar eine ganz kleine Bikestrecke. Aber die ist schon richtig krass. Ich würde mal sagen, nichts für Anfänger. Hier auf die Palette drauf, über den Weg und zack, hier landen und runter. Ja, nee, ohne mich, aber cool. Hallo ihr Lieben, heute bin ich in Iserlohn. Thorsten ist beim Angeln in Riflingsen und ich bin von Riflingsen jetzt bis hierher in die City gefahren. Ich bin jetzt hier auf dem Bergkamm. Angeblich soll der sehr fluffig zu fahren sein, ein paar Sprünge haben. Und ich will mir das Ganze mal anschauen. Und danach geht es weiter direkt auf die andere Seite vom Berg. Da ist nämlich so eine Art kleiner Bikepark. Die werde ich mir heute mal anschauen und ich würde sagen, ich mache erstmal los. Ne? Später. Mein Stiefel. Ja. Ich befinde mich aktuell auf dem Bergkamm von Iserlohn. Der soll recht fluffig zu fahren sein. Angeblich soll es hier auch ein paar Sprünge geben. Schauen wir einfach mal. Ausgewiesen ist das Ding sogar als S2. Aber im Moment sehe ich hier noch nichts Schwieriges. Ab und zu mal so ein paar Wurzeln und ein paar Steine, die aus dem Boden ragen. Das ist aber auch schon alles. Naja, auf der Hintour darf es ja auch noch ein wenig entspannter zugehen. Oh, ganz nett. Schon schick. Ah, an manchen Stellen wird es sogar etwas eng. Bei nächster Möglichkeit gleich links. Jetzt gleich links. Auf jeden Fall ab hier abschüssig. Ganze laufen lassen, aber da ich jetzt die Strecke nicht genau kenne, ach, hier sind ein paar Steine. Ja, das war's schon. Okay. Na gut, egal. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem genossen. Die Aussicht ist natürlich schon der Hammer.
irgendwo da hinten, da im Wald, sind zwei Trails. Da will ich heute noch hin. Also bis später. Panorama am Danzturm. So, schöne Sicht. Kleiner Blick ins Tal. Ich bin nämlich fast da, gleich am Startpunkt. Aber die Aussicht ist auch sehr schön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich senken mag?